Heiner bestätigt Gehaltsverzicht. Der FC Bayern hat sich zum zweiten Mal während der Corona-Krise mit seinen Spielern auf einen Gehaltsverzicht verständigt. Nachdem Anfang April ein Verzicht von 20% mit den Bayern-Stars vereinbart wurde, erzielte der Club mit dem Mannschaftsrat eine erneute Einigung über einen nicht näher genannten Anteil. Es ist sehr erfreulich, dass unsere Mannschaft vollstes Verständnis für die Situation hat und bis zum Saisonende weiter auf Gehalt verzichten wird, sagte Heiner der Bild. Der Gehaltsverzicht ist ein Zeichen der Bayern-Profis an die Mitarbeiter, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Real will im Oktober vor Fans spielen. Ab dem 11. Juli setzt die spanische La Liga die Saison nach der Corona-Pause in Form von Geisterspielen fort. Real Madrid arbeitet aber bereits an einem Konzept, bald doch wieder Fans ins Stadion lassen zu können. Laut der Sportzeitung Marca will der Club den Behörden einen Vorschlag unterbreiten, wonach ab Oktober wieder ein Drittel der Zuschauerplätze im Estadio Santiago Bernabéu freigegeben werden sollen. Ab Januar soll dann nach Möglichkeit wieder vor vollen Rängen gespielt werden. Reals 81.000 Zuschauer fassender Fußballtempel wird momentan für rund 600 Millionen Euro umgebaut. Für die restlichen Spiele der laufenden Saison weicht das Team von Trainer Zinedine Zidane daher auf das Estadio Alfredo Di Stefano auf dem Trainingsgelände aus. Klopp droht pikanter Umzug. Wegen Angst vor Fanansammlungen vor den Stadien könnten einige Premier League-Spiele verlegt und auf neutralen Boden ausgetragen werden. Davon betroffen ist offenbar auch das Merseyside Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton. Wie der Mirror berichtet, befürchtet die Polizei, dass sich Fans der Reds am 20. Juni vor dem Goodison Park versammeln könnten, um den möglichen vorzeitigen Titelgewinn zu feiern. Um der Gefahr von Fanansammlungen in Liverpool entgegenzuwirken, könnte das Spiel demnach nach Manchester verlegt werden. Und zwar ausgerechnet ins Etihad Stadium, der Heimstätte der Citizens. Möglicherweise soll der FC Liverpool, der mit 25 Punkten Vorsprung auf Platz 1 liegt, sogar so lange auf neutralem Boden spielen, bis der Titel perfekt ist.